Es ist ein absoluter Meilenstein. Google hat den Quantenprozessor Bristlecone vorgestellt. Er ist der leistungsfähigste Quantencomputer der Welt und wäre der schnellste Computer der Welt überhaupt, wenn da nicht noch ein kleiner Haken wäre. Alles über den Meilenstein in der Computerentwicklung jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es ist der nächste große Schritt zu auf einen spektakulären Moment, die technologische Singularität. Tritt diese vorhergesagte technologische Singularität ein, wird die Technik den Menschen überholen und sich selbst ständig neu erfinden. Dann ist die Entwicklung der Menschheit nicht mehr vorhersagbar und es könnten riesige technologische Fortschritte in kürzester Zeit erreicht werden oder die künstliche Intelligenz KI übernimmt die Macht. Ja, denn Quantencomputer haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind dramatisch viel weniger begrenzt als die herkömmlichen Computer, die aus Schaltern und Speichern bestehen. Ihre technische Entwicklung ist deutlich langsamer und extrem durch die Physik begrenzt. Wärme, Geschwindigkeit der Elektronen, Kapazitäten und so weiter. Beim Quantencomputer ist das vollkommen anders. Hier gibt es Qubits, die auch Zwischenzustände annehmen können. Das erlaubt den Quantencomputern weitaus komplexere Berechnungen in weitaus kürzerer Zeit. So können riesige Datenmengen in wahnsinnig kurzer Zeit analysiert werden. Komplexe Abläufe, wie zum Beispiel das Klima oder das Wetter, können viel besser durchgerechnet werden und. Und jetzt hat John Martinis von der University of California in Santa Barbara den neuen Google-Quantenprozessor vorgestellt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. 72 Qubits auf einem Chip, das ist der absolute Wahnsinn. 20 Qubits galten bisher als Grenze, an 50 Qubits ist man jetzt dran, aber 72? Das ist absolut irre. Google will damit nichts weniger als die Welt verändern. Auf einem solchen Prozessor könnte eine künstliche Intelligenz laufen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Denn das ist die oberste Priorität bei Google. Künstliche Intelligenz, KI zuerst oder auf Englisch Artificial Intelligence, AI first. Bei Google hat man sich wie bei IBM für elektronische Schaltkreise entschieden, in denen supraleitende Mikrochips integriert sind. Und mit den 72 Qubits ist man jetzt der Konkurrenz meilenweit voraus. Noch ist ein Rechner mit diesem Chip nicht gebaut worden, aber das könnte wohl relativ schnell geschehen und dann wäre er wahrscheinlich der schnellste Rechner der Welt. Aber Quantencomputer haben einen großen Haken. Sie sind fehleranfällig. Bei einem Wettkampf der Quantencomputer im letzten Jahr waren die Fehler immens. Ein IBM-Rechner trat gegen einen Quantencomputer der University of Maryland an. Der IBM-Rechner war teilweise bis zu 1000-mal schneller als sein Konkurrent. Dieser hatte jedoch eine höhere Zuverlässigkeit. Er kam auf einen Wert von 77-90%, während der IBM-Rechner nur auf 35-74% kam. Das muss man sich mal vorstellen im Matheunterricht. Herr Lehrer, ich war zu 35% sicher. Ja, das ist schon ein riesiger Nachteil. Allerdings wollen die Google-Forscher die Fehlerquote deutlich nach unten drücken. Sie soll unter 0,5% liegen. Mit einem Quantencomputer mit 9 Qubits soll dieser Wert schon erreicht worden sein. Ja, wenn ihr als erstes Neues zu diesem wahnsinnigen Thema Quantencomputer, und da ist in Zukunft noch eine Menge zu erwarten, und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Hier ist ein Link. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Kampf der Quantencomputer, da gibt es mehr zu diesem Wettkampf. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.